Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das heutige Video steht ganz unter den Zeichen des Crashs. Ich habe da mal was für euch vorbereitet und erzähle euch jetzt, was ich tun würde, wenn der nächste Crash kommt. Und es gibt ja immer mehr Leute hier auch bei YouTube, die behaupten, der Crash kommt demnächst. Also, dann gucken wir mal zusammen auf den Bildschirm. Ja, gucken wir uns diesen katastrophalen Chart einmal genauer an. Ihr seht hier einen steilen Aufstieg der Kurse oder Anstieg heißt es ja besser. Natürlich gab es da auch leichte Rücksetzer. Eine kurze Seitwärtsphase. Ich muss dazu sagen, eine Kerze ist ein Monat und ihr wisst es wahrscheinlich, eine rote Kerze ist ein schlechter Monat, also ein negativer Monat und ein grüner oder eine grüne Kerze ist ein positiver Monat. Ja, und dann geht es richtig runter. Jetzt muss ich euch sagen, das ist der DAX. Ich bin hier auf der Seite traderfox.com. Das ist der DAX-Verlauf im Zeitraum der Wirtschaftskrise. Und in diesem kurzen Video möchte ich euch ganz gerne die Angst nehmen vor Crashs wie diesem. Natürlich gab es damals schlechte Nachrichten. Es hieß, die Wirtschaftskrise kostet Millionen von Arbeitsstellen. Es war ja auch zum Teil so. Es wurde Kurzarbeit angemeldet. Viele Leute waren betroffen, aber die Welt ging nicht unter. Und ich kann mich noch gut an die Nachrichten damals erinnern, da wurde ein Endszenario schon kreiert. Und ihr wisst selber, wie es weiterging. Ne, wenn wir jetzt mal hier zur Seite scrollen, die weiteren Verläufe. Natürlich gab es auch immer mal wieder Rücksetzer, aber das waren immer Kaufgelegenheiten. Wenn wir jetzt mal schauen, wir sind jetzt hier nahe den Höchstständen. Momentan Stand heute 19.11. sind wir gerade bei 13.373 Punkten. Also das sieht schon wieder viel, viel besser aus. Und ich möchte euch mit diesem kurzen Video nur die Angst nehmen vor diesen Crashs, weil im Normalfall geht es danach weiter. Also schlechte Zeiten sind immer mal wieder dabei. Es gibt ja diese Wirtschaftszyklen. Und in den schlechten Zeiten sind die besten Momente, um nachzukaufen. Ich habe es damals nicht getan. Ich war froh, dass ich keine Kurzarbeit hatte. Habe aber dann nicht den nächsten Schritt gedanklich gemacht und habe gesagt, jetzt nutze ich diese Chance, um auch kräftig einzusteigen ins Aktiengeschäft. Ich hatte so ein paar Aktien, Disney zum Beispiel damals schon, aber es war für mich irgendwie nicht der Gedanke zu sagen, diese Chance nutze ich jetzt. Wenn ich jetzt überlege, wo ich jetzt stehen könnte, wenn ich damals dick gekauft hätte, ja. Da müsste ich wahrscheinlich nicht mehr arbeiten. Natürlich haben verschiedene politische Faktoren auch dazu geführt, die Geldentwertung, die Zentralbanken haben das gefördert. Aber ja, was ich euch einfach nur sagen möchte, ist, es geht immer weiter. Nie aufgeben und für sich die richtigen Schlüsse und Pläne vorbereiten. Und ich weiß, was ich zu tun habe, wenn es mal wieder deutlich runtergeht. Ich werde nachlegen. Und ob ihr das macht, müsst ihr natürlich selber wissen. Aber ja, ich habe daraus meine Schlüsse gezogen und immer wenn es runtergeht, kaufe ich mehr nach. Würde ich gerne mehr machen, noch mehr reinstecken bei Krisensituationen, aber manchmal fehlt ja dann doch auch das nötige Kleingeld dazu. Aber da arbeite ich ja dran. Ja, was macht ihr in der Krise? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Was habt ihr damals gemacht im Zeitraum 2008, 2009? Abonniert den Kanal gerne, liked das Video. Ich freue mich auch über eure Unterstützung und danke euch schon mal dafür. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Video.